Hallo und herzlich willkommen zurück bei Blackfeet Gaming. Wir spielen heute mal wieder Sunken Land. Zu zweit. Ohne Achim, leider. Ja. Wir sind jetzt hier kurz vor der schwimmenden Zuflucht. Hier mit vor zu erobern. Und ja, genau. Das machen wir jetzt. Hoffentlich. Nehmen wir die Armbrust zur Hand. Da oben steht nämlich schon einer. Okay, nicht die Pistole. Nee, erstmal. Ich würde die Pistole erst nehmen, wenn du näher dran bist. Okay. Oder? Ja, weiß nicht. Mutanten. Trifft den, das ist so geil. Hm? Ah, jetzt hat er sich bewegt, die Sau. Ah, da unten drin ist einer. Verstecken sich? Wir haben keinen Bock auf uns. Das ist ein richtiges Schiff, das Ding. Geil. Alter, da hinten sind viele. Vielleicht können wir das Ding wieder richtig bewegen. Kuckuck. Oh Scheiße, der schießt. Ist der Kanon runtergefallen? Zwei sind habe ich weg. Oh Scheiße. Da oben schießt, gell? Ja. Ich habe eh nämlich gar nicht mehr so viel Leben. Ja, dann hast du irgendwas dabei? Ja. Wer an Bord? Ich glaube, das war's. Ein richtiges Boot hier. Ja, eben. Steuerelemente sind sogar da vorne drin, so halber. Ja, vielleicht kann man das auch richtig fahren. Oh. Was ist? Ist noch einer da? Nee. Ich wollte die Axt auswählen und habe außerdem die Waffe ausgewählt. So. Und hatte schon gedrückt. Ah, das bist du. Schon gerade, okay. Können wir mal probieren, das zu belagern? Sollen wir das mal... Ja. Ei, Krabbenfleisch. Oha. Wo war jetzt noch mal diese Belagerungsding? Was hast du gesagt? Bauen und dann beim Bett. Markierungsflagge, ja. Pflanze jetzt einfach mal hier hin, ja? Mhm. Farbe ändern. Holen wir nicht. Sunkenlander. Guck, oben rechts. Schwimmenden Zuflucht Sunkenlander, ja. Cool, jetzt ist unsere. Das heißt, also die spawnen hier wirklich gar nicht mehr, oder? Nee. Anscheinend nicht. Schon alles weggeballert, oder? Ja, ich habe hier schon ziemlich gut was weggemacht. Okay. Oh man, schade, das wäre jetzt geil gewesen, wenn du das Ding steuern könntest als Boot. Mhm. Sowas kommt noch, bestimmt. Ja, ich meine, da ist halt Raft schon ein bisschen weiter, weißt du, dass du halt ganz deine Floß bauen kannst. Ja, aber da bin ich. Nee, weil da ist es ja so, da ist ja eigentlich nur Floß. Du kannst ja nicht. Du lebst ja nicht von der Insel eigentlich. Ne? Du lebst vom Floß. Ja. Ich finde, also ich muss sagen, Gesanken gefällt mir besser. Ja, du musst halt wahrscheinlich eine Base. So, das war's, oder was? Ja, 100%. Alter, Walter, das war ja schnicki-schnacki, du, das war nix.
Maschinenfabrik, Außenposten, dann hat man nur noch das Dorf auf der linken Seite. Hier gibt's noch eine riesige Insel. Wo? Oh. Ah, direkt da. Hinter uns die. Kommen wir da mal hin? Ja. Ah, ganze Autobahn da oben. Mhm. Ich frage mich, was es ist da oben. Scheuen? Ich sehe schon Metall oder ein LKW auf der Autobahn da oben drauf. Oh ja. Ein UBS-Fahrer. Bringt Komponente, brauchen wir Komponente. Ist da Info? Boah! Boah, Alter! Eine richtige Base da oben. Ist das Militärbasis, oder? Da ist ein Radlader. Fahr mal nicht weiter. Warum? Lies kurz mal durch, der Erlöser-Clan. Eine Fraktion inbrünstiger Überzeugung ihrer Macht und ihrem angeborenen Recht zu herrschen. Aus den Überresten einer verwüsteten Welt hervorgegangen, sehen sie sich selbst als die dazu bestimmten Retter, die Menschheit in eine neue Ordnung zu führen. Ah ja, solche. Wir haben drei Inseln. Ich glaube, die haben Waffen. Holst du mal, ich hol mal das Metall da. Mhm. Hol du mal Ding da. Einmal das Eisen klauen. Nicht Farbe. Das Farbe ändern, dass das immer noch die gleiche Tasche sein muss. Richtig viel Glas und sowas. Das ist gut. Brauchen wir auch. Komponenten einer. Ich nehme mal Zeug. Oh. Was? Ich nehme mal Zeug für eine Flagge mit. Ja. Könnt ihr von mir aus hier unten gleich mal hinbatschen. Soll ich? Ja, mach mal, komm. Scheiß drauf. Komm. Aber ich würde jetzt erstmal über die Autobahn gehen. Ja, kommen wir da überhaupt hoch? Kann nicht auf feindlichem Gebiet bauen. Ah, okay. Also das heißt, wir müssen erst alle platt machen. Ja. Dann kann ich das Zeug eigentlich auch hier lassen, oder? Ja, wir müssen sie halt erst wegbauen. Dann stranden wir jetzt mal hier und gucken, gehen wir mal hoch und gucken uns das einfach mal an erstmal. Also, ja, genau. Wird doch schon wieder dunkel. Ja. Wir sind ja jetzt an Land. Also, was ist das? Also ich denke auf jeden Fall, dass da oben Leute sein werden. Natürlich. Oh. Achtung, hier muss man springen, ne? Schaffen wir das? Keine Ahnung, ich versuch's. Gott, nee, das schafft man nicht, glaube ich nicht. Doch, geht. Hier außen geht's. Ah ja. Oh, aber hier nicht. Sicher? Weiß nicht. Da unten ist Wasser. Das passt schon. Ich probier's. Ja, geht. Okay. Ein Pickup. Sehr gut. Nimmst du ihn auseinander? Mhm. Oh, da steht noch mal einer. Umgekippter LKW. Komponenten ist extrem wichtig bei da uns. Da hinten ist. Glänzt was. Was ist das?
vom LKW Metall. Ah. Mal damit was machen? Ah ja, man kann den abbauen. Machst du gerade? Ja, mach ich. Ein Polizeiauto. Sehr gut. Aber wir sind schon oben jetzt, gell? Mhm. Ja, Musik hat sich geändert. Ja, da oben steht einer. Ich würde... Wo bist du? Da vorne. Die sind? Auf dem Geländer da oben. Nee. Der Brücke. Doch, direkt. Also, geht vom Boden nach oben die Treppe, dann steht er da oben. Ah ja, der. Sollen wir so leise so machen oder jetzt erstmal noch ein bisschen versuchen? Komm, wir killen den jetzt. Wir versuchen den zu killen, oder? Okay. Mit was drei. Hast du? Armbrust oder was? Armbrust, der ist ja. Nicht so laut. Ja. 3, 2, 1. Oh, ich sterbe. Was, schon? Ja, fast. Hab ich, oder? Naja, oh. Ich hab ihn auch nochmal getroffen. Ja, ich habe jetzt nur noch ganz wenig Leben. Hast du irgendwie so... Dann verbind dich oder friss was, oder? Naja. Ich glaube, ich habe unten im Ding noch so Rotalgen oder sowas. Ich hab eine Armweste. Soll ich die mal holen? Ich hol mal die Rotalgen, um dieses Heilungszeug zu machen. Ich hab was dabei, wenn du was brauchst. Ach so, ja, Heilung. Boah. Essen hab ich. Ich würde jetzt nur nicht die ganzen... ganze komm Essen her. Verschwenden. Nein, komm her, ich hab. Ah, jetzt sieht man wie auch... Kann ich mir jetzt noch mal, wie kann ich jetzt nochmal teilen? Ihnen das nochmal? Wenn du es ziehst, dann das neben dem loslassen. Feuerlein. Irgendwie ist es spannend, dass man nichts sieht, aber auch irgendwie nervig. Arsch, so ein Ding. Danke. Jetzt habe ich schon mal die Hälfte. Also ich habe noch Verbandsmaterial, aber blutest du nicht, oder? Nee, ich blut nicht. Aber wir müssen kurz warten. Noch. Weil ja, ich geh schon mal gucken. Oh, guck mal, der Himmel bewegt sich sogar. Mir zittert er sogar. Ja. Ja, bei mir auch. Chuck Norris ist in der Nähe, der Himmel zittert. Und Chuck Norris? Hm. Nee, doch nicht. Alter, da ist Material auf der Insel ohne Ende. Ich glaube, wir haben 10%. Das ist ganz ehrlich, wenn du so eine Insel eroberst, auf der kannst du ja bauen bis zum Abbiegen. Geh mal da oben auf das Geländer. Warum, was sieht man dann? Keine Ahnung, vielleicht mehr. Andere Leute. Nee, weg rein. Auch nicht. Auto. Die Musik hat sich geändert. Also habe ich jetzt so weit regeneriert, wie es das Ding zulassen konnte. Ja. Die Kräutermedizin, aber es hat trotzdem nur die Hälfte. Ja, ich glaube, wir müssen eh bald abrücken. Das war so einer von uns vielleicht. Weil ich bin auf dem Silo drauf. Das ist ja cool. Man kann hier einfach wirklich die Leiter benutzen, um auf Silo drauf zu kommen. Wenn du mal zu mir kommst. Ja, ich sehe dich. Alles gut. Was mich jetzt interessiert, Fraktion. Tatsache, 32 Feinde, 3 Inseln, das heißt, das zieht's ab. Also wenn wir den jetzt killen,
Da hat sie den Acker jetzt gerade abgezogen, weißt du? Es sind jetzt nur noch 32 Feinde. Das heißt, wenn wir die Insel erobert haben, dann ist auch die. Dann haben die nur noch zwei Inseln. Oh, warte. Oh ja, oh Scheiße. Bin verwundet, muss mich verbinden. Alter, ich sehe glaube ich 4 Stück. Soll ich schießen? Ja, mach. Ich sehe gerade nämlich keine, ich wurde nur angeschossen. Ich bin zu weit weg für die. Weiß noch nicht mal, wo sie sind. Oh Scheiße, da kommt einer. Kommt einer auf mich zu. Du gehst gerade irgendwo hoch, oder? Ja, bin gerade oben auf dem. Ist da einer? Ja, stark. Hab ich. Nee, meine Reichweite reicht nicht. Ich sehe noch einen. Alter. Boah, Alter. Hab ihn. Bam. Ich hab noch einen getroffen. Der ist in meine Richtung gelaufen. Moment. Hab ihn gleich. Hab ihn. Stark. Siegel ist noch da. 29 Feinde noch. Ja, aber das sind ja nicht hier. Also. Ja, ja, ich weiß. Gleich wird's hell. Können wir noch kurz warten? Ja, dann bevor wir irgendwas noch machen. Verarzt ich mich jetzt auch erstmal. Ich hab noch Molotov-Cocktail. Wollen wir mal ausprobieren? Nee, nee. Die können wir dann trinken, wenn wir fertig sind, wenn wir gewonnen haben. Den Molotov-Cocktail, genau. Ja. Alter Witschka. Oh! Bekommt. Ich hab ihn nur runter. Oh, ich werd angeschossen. Irgendwo schießt einer da. Unter mir. Da war unter mir der Sack. Da ist noch einer. Ja, der war unter mir. Der lebt immer noch. Hab ihn. Hab einen. Komm jetzt runter. Musik ist wieder ruhig. Oh, da ist einer. Ach, du Scheiße. Wo? Bei mir, direkt daneben. Kriegst du ihn oder soll ich kommen? Nee, nee, ich hab ihn. Scheiße! Da war noch einer, ich hab ihn zu spät gesehen, hab daneben geschossen. Oh, Alter, ist mal komm, jetzt kommen wir mal weit weg hin. Da kommt einer. Na, der ist down. Ja, ich bin verreckt, ich muss erst wieder hinschwimmen. Okay. Alter, du bist ja echt weit weg. Kannst du ja mal probieren, ob wenn du die Fahne setzen kannst, dann sind keine Feinde mehr da. Mhm. Das ist eine gute Idee. Achso, ich habe das Zeug jetzt nicht dabei. Ja, Schüsse. Ich schieß nicht. Ich sehe dich. Siehst du mich? Ja, ja. Ich hab wieder Musik, also irgendwo muss hier einer sein. Ich denke, in den Bunker drinnen. Nee, ich hab ihn schon gefunden. Hast du ihn? Ich hab keine Munition mehr. Weißt du was? Molotov! Hm? Ja, er brennt! Oh, bei mir hängt. Oh, er schießt doch! Alter, Alter. Noch einer abgekriegt. Muss erstmal mein Zeug holen.
Guck mal, ob du Fahne setzen kannst. Ich hab das Zeug doch nicht dabei. Ach so, ja scheiße. Was brauchst du dafür? Holz und Stoff. Stoff habe ich, aber kein Holz. Aber da unten war ein Baum. Darin. Ah ne, das warst du. Mein Gott. Schmeiß ich mal kurz raus hier. Ich wieder 14 Pistolenmunition von einem bekommen. Hier liegt einer. Eine kaputte Maschinenpistole. Ein Holz. Oh, super. Oh Mann. Na, ich hab keins. Ja, ich suche gerade einen Baum an der hinten. Ja, ich hab einen Baum. Ja, ich hab. Alles gut. Okay. Also hier liegt Zeug und Menschen. Kaputtes Betäubungs-SMG. Hab ich noch. Uns gehört die Insel. Ich frag mich, ob das nicht manchmal kontraproduktiv ist, wenn man ein Ding setzt, weil das da. Weil dann spawnen ja keine Feinde mehr. Und von denen kann man ja auch Sachen bekommen manchmal. Manchmal wertvolle Sachen. Das macht ja Tix. Jetzt pass auf, jetzt brauchen wir einen Plan für hier. Oh, Scheiße. Wir müssen uns überlegen, wo wir das, wo wir, da unten. Ich würde sagen, hier unten. Da ist so eine Bucht. Dass wir da die Sachen ablegen. Mhm. Tust du dann, also was willst du machen? Ich baue jetzt hier Fässer hin, weil Metall haben wir genug. Ja. Geht hier nicht, scheiße. Warum kann ich hier keine Fässer? Achso, muss es auf dem Boden sein oder was? Ja. Ah, dann baue ich kurz einen Boden. Ich kann eine Wand bauen. Ah doch, ich kann auch einen Boden bauen. Jetzt bauen wir Fässer. Scheiße, wo waren die? Die waren beim Bett unten. Ach, beim Bett, ja. Na gut, jetzt hab ich natürlich kein Metall mehr. Aber da kriegen wir jetzt ja massenhaft. Ich hab noch. Ja, dann bauen wir ein paar Fässer. Der Metall lag da ja überall rum. Oh, Waffenteile und also hier liegt Zeugs rum, hey. Das ist richtig krass. Rein. Aber wir kamen jetzt gar nicht so heftig in den Kampf. Nö, die haben ja gar nicht richtig angegriffen. Ja, die haben uns halt nicht gesehen. Na gut, das halt auch. Ich meine, bei mir war es glaube ich gerade so, die haben mich nicht gesehen. Aber die Pistole hat gerade so ausgereicht von der Reichweite. Hast du es nach irgendeinem System gemacht jetzt hier, oder? Nee, ich bin einfach durchgelaufen und wenn ich was gesehen habe, dann habe ich es genommen. Okay.
Nein, ich meine die Kisten eingeräumt. Ach so, nee, nee, das war gar, das gar nicht. Jo, was ist das für eine Box? Ich Alter. Muss doch den wir gegrillt haben, hier unten aufsuchen. Kaputte Schrotflinte, kaputter taktischer Helm. Naja, nehme ich mit. Ach, doch da gerade eben noch. Jetzt schon weg, scheiße. Also die sind, wir verschwinden nach einer Zeit, gell? Also wenn man sie nicht, müssen wir immer gleich looten. So. Ja, hier liegen jetzt halt noch Sachen rum. Ja, dann merkt er den Platz und geht dann nachher nochmal hin. Vielleicht wird es irgendwann mal Zeit für einen Militärrucksack. Ja, wenn der Ding bringt, viel bringt. Ich denke schon. Mindestens eine Reihe. Oh, hier ist noch ein Erz. Eisen, glaube ich. Oder Kupfer. Ach, Komponente ist wichtig. Komponente. Oh. Wir brauchen dann mal die Fischstator, Geld. Nur Bauplan. So, die Halle habe ich. Da muss man auch noch, hey, Alter, also Metall krieg ich ja massenhaft, gell? Haben wir jetzt schon. Aber Metallproblem haben wir ja grundsätzlich ja sowieso nicht. Sag das nicht so laut. Ja, es jetzt, wird wieder ein Tag. Ja, jetzt kommen. Halt noch nicht. Naja, es kommt wieder ein Tag. Wenn man sich denkt, hä? Gestern hatte ich noch alle Kisten voll mit Schrott. Aber die Kiste, die Insel hier kann man gut, die kann man gut erobern. Also. Ja. Oh Scheiße, bei mir ist voll. Wir haben noch ein kaputtes altes Repetiergewehr. Also das, wo Achim hat. Nochmal. Ja, ist doch gut. Das macht gut Schaden. Ja. Warst du schon in den großen Hallendingern? In der in der rechten Halle war ich noch nicht. In der linken Halle war ich. Und war jetzt gerade hinter der Halle. Da steht noch ein Auto und so. Und da habe ich. Habe ich gerade gelootet. Okay. Ah, ich habe so wenig Energie, hey, ich habe Hunger und alles. Also, es lohnt sich schon echt, die Insel hier. Ja. Aber braucht man jetzt nicht so viel, wenn man es klug anstellt? An Munition oder sonst irgendwas? Magst du vielleicht schon mal zurückfahren, Essen holen und eine Ladung mitnehmen? Ich bin fast am Verhungern. Ah, warte mal, haben wir nicht im Schiff noch was zu trinken? Weil da haben wir noch so Wasserbecher noch, gell? Hab ich, glaube ich, gelootet. Wasser, okay, nee, Wasser geht noch, ja.
Also im rechten Ding steht noch echt viel Zeug rum. Was? Alle? Ja. Ja. Ja, hinten dran ja auch noch. Aber ich brauche jetzt dann was zu essen. Ich kann kaum noch rennen. Hm, ja, ich habe noch was zu essen. Ah. Kannst du was geben oder hast du Hunger oder? Nee, ich habe so Hälfte. Ja, ich habe. Ich könnte gleich mal was essen. Ich habe nicht mal mehr ein Drittel. Also, es blinkt schon. Oh, warte. Das waren jetzt. Ja, macht nichts. Gib dir gleich wieder. Ja. Achso. Ja, danke. Ja. Danke. Dann passt. Dann können wir weitermachen. Achso, ja, mein Inventar ist voll. Der Radlader. Kann man mit dem was machen? Nee. Ja, das Geile ist auch, dass du hier wirklich Komponenten und so kriegst, das was du jetzt was wir eigentlich weniger gekriegt haben. Ich mag das Spiel auf jeden Fall. Ja, es wird auch immer besser, muss ich sagen. Ja. Davon unrelevant. Kommen auf einmal nochmal so 30 Leute. Alter, Scheiße. Ich allein habe schon 3 kaputte Schrotflinten gefunden. Sehr gut. Also hinten in der Halle ist noch Zeugs da. Ist noch eine Kiste und so, so eine Werkbank, so eine kleine rote, da ist massig Zeug noch drin. Ja. Ich bin da. Auch noch Schrott hier in der Mitte. Ja. Ja, zur Zeit zu zweit ist halt Mords hin und her gerennen, gell? Mhm. Hier ist auch noch überall Erz auf der Insel. Ja. Ups. Da, wo du vorhin drauf warst und von da oben die Leute gekillt hast, da kommt man gar nicht hin zu den Kisten. Eine kaputte Maschinenpistole und halt Waffenteile ohne Ende, ne? Das ist krass. Ja, wir müssen uns jetzt mal gucken, ob wir irgendwie geile Waffen bauen können. Aber für viele Sachen, auch also Rüstung oder so, brauchen wir Stahlbarren. Oh, hier ist viel Zeug drin. 8 ballistische Fasern. Ist gut. Ja, wie kommt man da rein? Ja. Gute Frage. Hochbauen. Ja, letztendlich. Wenn es jetzt nicht hier geht, dann. Von Stahl hätten wir genug, von daher. Mhm.
aufs Dach komme ich, aber dann komme ich halt nicht rein, gell? Oder reinplumpsen lassen. Doch, bin drin. Inventar voll. Okay. Ja, geht. Normales Material, aber. Jetzt nochmal alle Container abchecken und ich glaube, dann haben wir es, oder? 80% erst. War mal hier, war irgendwo in der Mitte nochmal so ein Häufchen. Stimmt, so ein Schrotthaufen war hier. Schrotthaufen, irgendwo war einer. Ja, und dann ist halt noch das Metall außenrum. Das zählt ja auch. Stimmt, ja. Gut, dann könnte man auf 100% kommen. Ich bringe jetzt immer die Sachen mit und dann laufe ich die Insel mal am Rand ab nach den Metallen. Alter, hier liegt Munition drin. Klebeband ist hier, Stock ist auch da. Ja. Passt. Ah ja, da sehe ich schon. Nicht nur 15 Pistolenmunition noch übrig. Aber ich habe gemerkt, ich habe den Rest, glaube ich, alles einfach in den Fass gekippt. Ah, da bin ich ja vorhin hingekommen. Schauen wir mal da noch rein. Da ist noch ein Schrank. Rüstung. Rüstungshose. Lagerhose. Was da oben drauf? Nee. Oh, Alter, was ist da unten? Ja, weißt du, ringsrum sind wir auch noch nicht geschwommen, gell? Um die Insel rum. Ja, stimmt. Da sehe ich gerade, da ist irgendwas im Wasser hier. Ah, Schutzbrille. T-Shirt. Soll ich mal losfahren? Ja, mach mal. Jetzt mal ein bisschen Zeug wegbringen hier. Das ist echt viel. Ich schwimme jetzt gerade noch hier ein bisschen drum rum. Guck mal, ja. Oh. Ja, da ist noch ein Auto. Da ist noch ein Auto. Auto. Aber solange wir jetzt die Insel hier noch platt machen und ein bisschen rumschauen, bedanken wir uns schon mal hier mit fürs Klicken des Videos, fürs Anschauen des Videos, fürs Liken, wenn ihr Bock habt. Das wäre super schön. Und dann, wenn ihr Bock habt, schaut auch einfach das nächste Video auch mit uns an. Würde uns wahnsinnig freuen. Was wir dann machen, weiß ich jetzt noch nicht. Beziehungsweise wir packen jetzt erstmal das Zeug zurück zur Insel. Da braucht ihr jetzt ja nicht dabei sein, wenn wir da nur hin und her fahren. Von daher passt das erstmal. Wir haben 90%. Hey, scheiße. Ich weiß nicht.
spinnt gerade nichts. Ja, also gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, ja? Bis dann. Ja. Ciao. Tschüss.